Findest du auch, dass die Kriegsrhetorik sich zuletzt massiv erhöht hat? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir stößt es sauer auf und bei mir gehen da auch die Alarmglocken an. So hat zum Beispiel der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor kurzem gemeint, Deutschland müsste wieder kriegstüchtig werden. Und laut Umfragen wünschen sich ihn 2/3 der Deutschen als Kanzler. Aber werden wir gerade von verschiedenen Seiten manipuliert, geframed, wird Nudging betrieben? Werden wir gerade auf einen neuen Krieg vorbereitet? Ja, die Frage stelle ich mir tatsächlich. Und ich habe für euch mal die ganzen einzelnen Puzzleteile zusammengesucht und zusammengesetzt, damit ihr seht, wie wir seit Monaten, um im Sprachduktus zu bleiben, bombardiert werden mit Kriegstreiberei und Kriegsrhetorik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Es ist erschreckend. Ich meine, seit dem Ukraine-Krieg ist ja sowieso die Welt auf den Kopf gestellt. Ja gut, eigentlich seit Corona, ich weiß. Aber das zeigt mal wieder, dass wir in der Zeitenwende leben. Waren die Grünen nicht früher mal die Friedenspartei? Und jetzt sind sie die stärksten Verfechter von Waffenlieferungen und Kriegsrhetorik. Und mancher grünen Politiker kennt sich besser mit Waffenarsenalen aus als mit Umweltschutz. Ja, kein Spaß. Und diejenigen, die für Frieden sind, sind auf einmal Nazis. Die Rufe nach Krieg werden tatsächlich immer lauter. Und gleichzeitig auch immer verzweifelter. Für großes Aufsehen hat vor Weihnachten zum Beispiel die Aussage von Pistorius gesorgt. Deutschland müsse sich an den Gedanken eines Krieges in Europa gewöhnen. What? In einer ZDF-Sendung fordert er einen Mentalitätswechsel der Deutschen in Sicherheitsfragen ein. Sieht selbst. Botschaft Nummer 1, die Bedrohungslage ist groß. Und Botschaft Nummer 2, im Moment sind wir eben nicht kriegstüchtig. Verstehen wir Sie da richtig? Ja, da verstehen Sie mich richtig. Das gilt übrigens für alle Streitkräfte in Europa, für die meisten jedenfalls. Also ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht, aber solche Worte aus den Worten eines Deutschen, die haben schon immer ein gewisses Geschmäckle und kommen im Ausland nicht so richtig, richtig geil an. Und ich erinnere mich auch immer an die Aussagen meines Großvaters. Und der war im Krieg, der war Fallschirmspringer, der hat geschossen und wurde beschossen. Und hat immer gesagt, hey Marc, mach alles, aber geh niemals in den Krieg. Und sobald irgendjemand anfängt mit Krieg, sei ganz vorsichtig. Kein Land, kein Politiker ist es wert, irgendwie in den Krieg zu ziehen. Also Krieg ist so sinnlos. Gewalt ist so sinnlos. Und deswegen auch das schöne Sprichwort, würden diejenigen, die den Krieg starten, selber hingehen, wäre morgen vorbei. So ist es doch, sind wir doch mal ehrlich. Also generell würde ich sowieso nie in den Krieg ziehen. Aber würdest du für die Ampelregierung in den Krieg gehen? Schaut euch das mal hier an. Werte verteidigt man mit Worten. Aber im Ernst mal muss man es auch im wahrsten Sinne des Wortes militärisch verteidigen. Und jeder muss wissen, wer dieses Europa angreift, bekommt es mit 27 Nationen zu hören. Hören Sie genau hin. Hören Sie genau hin. Wir reden hier in Freiheit. Dann ist Ende hier im Gelände. Dann ist Ende hier im Gelände. Auch für Sie. Sie rufen nämlich da nicht mehr zusammen. Also woher kommt auf einmal die ganze Kriegsgeilheit? Werden wir hier schon geframed? Findet ein Nudging statt? Also werden wir jetzt schon mental auf einen erneuten Krieg vorbereitet? Anders kann ich mir die Aussagen von Pistorius und Co. leider nicht erklären. Ihr dürft nicht vergessen, der Mann ist momentan der beliebteste Minister in Deutschland. Und ich glaube, all das sagt schon einiges zum Zustand unseres Landes, aber auch der Mentalität, die gerade hier herrscht. Aber ihr wisst ja, unter den Blinden ist der einäugige König. Apropos Gerüchte. Italienische Zeitungen sollen bereits aus Insiderkreisen erfahren haben, dass Scholz, der ja wirklich eine unglückliche Figur macht, bald schon von Pistorius abgelöst werden soll. Dann haben wir endlich auch einen Kriegskanzler. Wie geil. Denn angeblich soll es in der SPD kräftig kriseln wegen der schlechten Umfragewerte und der schlechten Figur, die Olaf Scholz macht. Und gucken wir uns mal an, was Pistorius noch so alles fordert. Er fordert nämlich auch wieder eine Wehrpflicht. Ja, vordergründig wird natürlich der Personalmangel herangezogen. Komisch nur, dass man jetzt da auf einmal drauf kommt. Und auch die Union bläst übrigens interessanterweise ins selbe Horn und ist für eine allgemeine Wehrpflicht. Nachtigalle hörte Trapsen. Und dann habe ich noch was ganz Spannendes gefunden, was vor allem Transpersonen betrifft, die vorher Geschlecht gewechselt haben, von einem Männlein zu einem Weiblein. Weil da hört auf einmal das Woke auf. Also die Ideologie wird dann ad acta gelegt, wenn es um Krieg geht und um die Einberufung geht. Weil dann sind auch Menschen, die ihr Geschlecht geändert haben, doch wieder auf einmal Männer und können eingezogen werden. Ja, du hörst richtig. Also um Gleichberechtigung geht es auf jeden Fall nicht. Was Pistorius noch so auf dem Lager hat, das hat er auch in einem Interview mit der Welt am Sonntag offenbart. Hier warnt er explizit vor Russland.
Putin würde derzeit Russlands Rüstungsproduktion massiv steigern und daher müssten wir uns auch jetzt vorbereiten. Zitat: Wir haben jetzt ungefähr 5 bis 8 Jahre, in denen wir aufholen müssen, sowohl bei den Streitkräften als auch in der Industrie und in der Gesellschaft. So Pistorius. Komisch. Dr. Jonas Tökel, der unter anderem zu Propaganda forscht, schrieb dazu auf Twitter, dass diese Aussagen schon sehr überraschen. Denn wenn man die Ausgaben zwischen NATO und Russland vergleicht, so stellt man fest, dass Russland weit weniger ausgibt als die NATO-Staaten. Im Jahr 2022 waren es bei Russland 86 Milliarden Euro und die NATO-Ausgaben lagen bei 1,2 Billionen Euro. Also, ganz klar, Russland ist eine Riesenbedrohung für Deutschland. Die werden morgen einmarschieren. Übrigens, mit Dr. Jonas Tökel habe ich schon persönlich auf meinem Kanal gesprochen. Das Gespräch ist wirklich hochinformativ und aktueller denn je. Du solltest dir unbedingt anschauen. Den Link findest du hier oben oder unten in den Shownotes und bitte auch kräftig teilen. Apropos Russland. Um sich künftig vor den gefährlichen Russen zu schützen, hat Pistorius jetzt verkündet, dass man eine 5000 Mann und Frau und alles dazwischen starke Brigade nach Litauen an die NATO-Ostflanke stationieren möchte. Und dies soll bis 2027 einsatzfähig sein. Die komplette Infrastruktur dafür wird in Rudnikai nahe der Hauptstadt Vilnius aufgebaut. Und Pistorius sagt, man sei bereit, jeden Zentimeter des Bündnisgebietes zu verteidigen, und zwar jederzeit. Auch im Interview mit dem Heute-Journal hört man vor allem eins ganz deutlich raus. Wir bereiten uns auf einen möglichen Angriff Russlands auf einen NATO-Staat vor. Man hört von ihm kein Wort von Frieden, kein Wort davon, dass die Ukraine den Krieg eigentlich schon verloren hat und man sich endlich mal an einen Tisch setzen müsste, um Diplomatie hochzuheben, um das elendige und unnütze Sterben von vielen Hunderttausenden von Menschen in der Ukraine zu beenden. Stattdessen will man anscheinend eventuell sogar die Rolle der USA übernehmen. Sollte die ihre Unterstützung für die Ukraine fallen lassen? Ja, du hörst richtig, völlig absurd. Zunächst mal sind die Präsidentschaftswahlen noch nicht gelaufen. Und ja, wenn das Ergebnis einträte, was Sie beschreiben, dann wäre das schlecht. Dann wäre das eine schlechte Perspektive, mit der wir es zu tun hätten. Und dann stünden wir vor der großen Herausforderung zu kompensieren, was dann nicht mehr aus den USA geleistet würde. Ist das zu kompensieren? Aber ich würde warten die Präsidentschaft. In Teilen ja, in Teilen wird es schwierig. Daran beißt die Maus den Faden nicht ab. Wir sind dabei, deswegen fahren wir unsere Unterstützung weiter hoch auch im kommenden Jahr und werben dafür, dass andere Partner es auch tun, die Ukraine zu unterstützen, wo immer es geht. Vor allen Dingen auch nachhaltig zu unterstützen durch Hochfahren der Produktion von Munition, aber auch zum Beispiel durch weitere Nachlieferungen von Air-Defense-Systemen, weil die für die Existenz der Ukraine von zentraler Bedeutung sind. Merkt man hier eigentlich noch, was man hier so von sich gibt? Auch die grüne Ricarda Lang hat bereits Ähnliches verkündet. Sie sagte tatsächlich bei Maybrit Illner, dass falls sich der Amerikaner aus der Unterstützung Kiews zurückzieht, dann würde Deutschland finanziell einspringen. Ja klar, wir haben es ja. Bang, 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 bang. Als ob es keinen Morgen gibt. Die hauen die Milliarden nur so raus. Was für eine Hybris. Offenbar ist es bei Frau Lang noch nicht angekommen, dass die Ukraine den Krieg gar nicht mehr gewinnen kann. Das sagen in der Zwischenzeit selbst westliche Experten. An dieser Stelle kann ich dir auch das Gespräch mit Colonel Douglas MacGregor ans Herz legen, der das genau bestätigt. Den Link findest du natürlich auch unten in den Shownotes. Pervers ist ja, dass wir mittlerweile wissen, dass der Krieg eigentlich schon hätte beendet werden können, wenige Wochen nach Kriegsstart. Das hat sogar der Chefunterhändler von Zelensky vor wenigen Wochen in einem Interview bestätigt. Kurz nach Ausbruch des Krieges hat es nämlich schon damals Friedensgespräche in Istanbul gegeben, an denen beide Parteien, also die Ukraine und Russland, teilgenommen haben und Erdogan, also die Türkei, vermittelt hat. Und man war tatsächlich kurz vor einem Frieden. Doch sowohl Washington als auch London waren damals skeptisch und haben Zelensky versprochen, ihn zu unterstützen bis zum Sieg. Skepsis klingt gut. Im Nachhinein wissen wir nämlich, dass vor allem in London die Verhandlungen eher mit Skepsis gesehen wurden. Und an diesen Verhandlungen hat auch der Chefverhandler der Ukraine teilgenommen. Was, oder? Der Chefverhandler der Ukraine bestätigt öffentlich im Fernsehen, dass ein Friedensangebot auf dem Tisch lag und dass die einzige Bedingung war, dass die Ukraine einen neutralen Status behält und eben nicht der NATO beitritt. Aus russischer Sicht zwei völlig legitime Forderungen, die Putin auch immer und immer wieder ganz klar gemacht hat. Nach Glasnost und Perestroika, nachdem 1989 der eiserne Vorhang gefallen war, hatten damals die Amerikaner und die Russen vereinbart, dass die NATO keinen Schritt Richtung Osten gehen würde. Und natürlich wurde dieses Versprechen gebrochen. Es gab sogar Unterlagen von dem damaligen Verteidigungsminister Baker, der das bestätigt hat. Es gibt schriftliche Beweise dafür und wurde seit Kriegsbeginn
Kriegsbeginn in der Ukraine immer wieder als Fake News diffamiert. Aber jetzt sind die Unterlagen da und wir wissen, es sind keine Fake News. Die Amerikaner haben es damals tatsächlich Russland versprochen, dass die NATO sich nicht Richtung Osten ausweitet. Dazu kann ich euch übrigens auch auf jeden Fall das Buch von Oliver Stone ans Herz legen, das ihr hier findet. Der amerikanische Journalist und Regisseur hat vor wenigen Jahren Putin interviewt. Und Putin sagte damals selbst, dass man wohl zu naiv war und geglaubt hat, dass diese mündlichen Zusagen der NATO etwas zählen würden. Er sagte auch, dass man eben keine NATO vor der Haustür haben wollte. Und genau deswegen hat man auf eine neutrale Ukraine immer wieder gepocht, die den gleichen Status wie Finnland hätte. Aber einer hatte etwas dagegen und das war Boris Johnson, wohlauf geheißt der USA. Sitzer. Damit haben wir es schwarz auf weiß. Der Westen wollte keinen Frieden. Und immer die Frage stellen, cui bono, wem dient es? Wer hat das Öl verkauft? Wer die Waffen verkauft? Und wer wurde wirtschaftlich geschwächt? Und wer ist aufgestiegen? Boris Johnson, der damalige britische Premierminister, soll damals tatsächlich gesagt haben, lasst uns das mal nicht unterschreiben und lieber Krieg machen. Kein Spaß. Und wenn das so stimmt, dann ist es ein gigantischer Skandal. Wie viele unschuldige und unsinnige Tote hätten verhindert werden können? All das Leid und Elend. Und sind wir doch mal ehrlich, ein Neutralitätsstatus der Ukraine und kein NATO-Beitritt, das ist doch ein kleiner Preis für Frieden. Und das hätte jeder gute Präsident im Schlaf unterschrieben, bevor er Tausende seiner eigenen Landsleute opfert. Und jetzt sind wir in der misslichen Lage und die deutschen Politiker wie Strackmann, Zimmermann oder Pistorius können wohl noch nicht zugeben, dass man sich verrannt hat. Stattdessen will man jetzt noch mehr mitmischen, noch mehr Kriegsrhetorik. Also nicht wirklich rosige Aussichten für Deutschland. Denkt daran, die letzten zwei großen Kriege waren in Mitteleuropa und Deutschland war Teil davon. Und für mich sieht es zumindest so aus, als ob man uns immer mehr auf einen eskalierenden Krieg einstimmen möchte und das Framing, über das ich auch mit Jonas Tögel gesprochen habe, wird immer heftiger. We are fighting a war against Russia. Ich glaube, dass Russland nur auf dem Schlachtfeld in die Knie gezwungen werden kann. Die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Waffen liefern müssen, dass wir schneller werden müssen. Die Zeit der Zögerlichkeit ist vorbei. Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen. Jeder Mann vor 60 Jahren kann an die Front gerufen werden und mobilisiert werden. Das ist der Gesetz und ich bin keine Ausnahme. Ich bin gut für den Volkssturm. Also wenn nichts mehr reicht, dann kommen Frauen 60 plus und dann Leute, vor allen Dingen Russen. Passt auch, was Sache ist. Liebe Schwestern und Brüder, auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde, neben all den anderen Anstrengungen, es ist auch Zeit für Waffen. Die Ukraine ist nicht der einzige Krisenherd da draußen. Auch zwischen der Hamas und Israel tobt immer noch ein Krieg. Manche meinen, er hat das Potenzial zum Flächenbrand, sich auszuweiten. Andere sagen, das wird nicht passieren. Zusätzlich noch die Auseinandersetzungen im Roten Meer, zwischen den Houthi-Rebellen und Iran. Und über all dem thront noch der schwelende Konflikt zwischen China und Taiwan, respektive den USA. Zwar ist es jetzt ruhiger geworden, aber das heißt noch lange nicht, dass es so bleibt. Und was würdest du jetzt sagen, wenn es einen Zyklus gibt, der jetzt beweist, dass wir in eine kriegerische Phase eintauchen? Und genau die habe ich in meinem neuen Buch Die größte Revolution beschrieben. Nicht nur den Zyklus, sondern auch viele andere Zyklen. Wenn du die verstehst, dann kannst du dich wirklich wappnen und darauf vorbereiten, was jetzt auf uns zukommen wird. Hast du schon mal von der Thucydides-Falle gehört? Der Begriff wurde zum allerersten Mal vom amerikanischen Politikwissenschaftler Graham T. Allison in einem Artikel für die Financial Times im Jahr 2012 erwähnt. Und dieser beschreibt, dass es immer eine Tendenz zum Krieg gibt, wenn eine aufstrebende Macht den Status einer bestehenden Macht, also des Hegemons, herausfordert. Und China ist ganz klar die aufstrebende Macht, die jedoch laut Geostrategen wie Peter Seihan, der auch schon hier im Kanal war, auch enorme interne Probleme hat. Und die USA sind natürlich der Hegemon, der auf dem Thron sitzt und die Geldhoheit hat. Und wir haben ja jetzt schon einen Handelskrieg zwischen den zwei großen Kontrahenten. Aber auch jetzt zuletzt im Südchinesischen Meer gibt es immer wieder Konflikte. Erst vor kurzem ist ein US-Marineschiff ins Südchinesische Meer eingedrungen, was China natürlich sofort als große Provokation wahrgenommen hat. Und dann ist mir noch was aufgefallen, was ich irgendwie komisch finde. Immer mehr Superreiche, immer mehr Angehörige der Elite kaufen riesige Ländereien in Südamerika, in Neuseeland und bauen teilweise riesige eigene Bunkeranlagen und scheinen sich anscheinend auf Schlimmeres vorzubereiten. Bill Gates soll einer der größten Landbesitzer des amerikanischen Kontinents sein. Oder hier, Mark Zuckerberg, der hat auf Hawaii eine 566 Hektar große Bleibe erworben und baut darauf einen 64 Quadratmeter großen Bunker. Du siehst also, wie das Narrativ sich immer weiter verschiebt. Also was wissen die, was wir nicht wissen? Warum kaufen sie Ländereien in abgelegenen Ländern? Warum bauen sie Bunker? Warum kaufen sie Strahlenanzüge? Zum Thema
Predictive Programming werde ich auch nochmal ein Video machen. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir nicht nur von den Medien und von den Politikern vorbereitet werden auf Schlimmeres, sondern auch von Hollywood mit den ganzen Filmen, die momentan anlaufen. Egal ob The Last of Us oder klar Walking Dead, aber auch Civil War oder Leave the World Behind. All das ist eine Art Programmierung des Narrativs. Unser Unterbewusstsein wird unbewusst manipuliert. Und man sieht ja, wie das Narrativ sich immer weiter verschiebt. Und ich habe kein gutes Bauchgefühl. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns für Frieden stark machen. Egal, ob man Russland scheiße findet oder die USA und so weiter. Wenn man ehrlich ist, dann eint uns alle doch eins, dass wir eigentlich alle in Frieden leben wollen. Kriege den immer nur dazu, dass einige wenige davon profitieren und sich Taschen voll machen. Denkt an den militärisch-industriellen Komplex. Und mit Hilfe von Narrativen, mit Hilfe von der Angst- und Schockstrategie hetzt man uns gegeneinander auf, um uns in Schach zu halten. Denkt daran, was mein Opa mir gesagt hat. Auf der anderen Seite war einer, der war genauso alt wie ich und im Real Life wären wir richtig gute Freunde geworden. Aber es gibt Hoffnung. Die alternativen Medien, dieses Videoformat, immer mehr Menschen wachen auf. Die Mainstream-Medien ringen darum, ihre Relevanz nicht zu verlieren. Aber sie verlieren ihre Deutungshoheit, weil die Menschen langsam hinter die Lügen kommen. Und parallel dazu sehen wir das Ende eines Zyklus. Wir sind mittendrin im Paradigmenwechsel, in dem die Welt auf einmal auf dem Kopf steht und verrückt spielt. Und nicht nur gesellschaftlich und politisch sehen wir gerade eine Wende. Auch monetär betrachtet sind wir im Endspiel unseres jetzigen Systems angelangt. Die Inflation der letzten 2 Jahre waren nur der Anfang. Und ich persönlich sage einfach, prepare for the worst, hope for the best. Also bereite dich auf das schlimmstmögliche Szenario vor und hoffe, dass es nicht eintritt. Und wenn du verschiedene Sichtweisen hast, wenn du die Kriegsrhetorik siehst von unseren Politikern, wenn du die Ausgaben siehst, die für Waffen und Waffensysteme ausgegeben werden, wenn du siehst, ja, wie erpicht man ist, die Menschen darauf vorzubereiten, was auf uns kommen soll. Und wenn dann auch noch andere Aspekte mit reinziehst, wie zum Beispiel Prophezeiungen. Es gibt Alois Irlmeier, der eigentlich exakt vorhergesagt hat, was in den letzten 80 Jahren passiert ist. Ne? Erst die Friedensdividende und dann unglaublicher Wohlstand und unglaubliches Aufstreben der Nationen im Westen und dann auf einmal Migrationsprobleme und Flüchtlinge und dann auf einmal Steuern, die keiner mehr zahlen kann und irgendwann knallt es halt. Ja, aber auch viele andere haben das so gesehen. Also vielleicht weiß man, dass das Finanzsystem am Ende ist und möchte jetzt, um die Menschen, um die breite Masse abzulenken, gegeneinander aufhetzen, Brot und Spiele, damit man dann ein neues Geldsystem implementieren kann und wir denken, ja gut, der Franzose ist böse, der Russe ist böse, der Engländer ist böse und so weiter. Und dann die, die hinter den Kulissen stehen, reiben sich die Hände, weil die verdienen. Und ich möchte keine Angst machen. Ich hoffe, dass wir als Menschheit gemeinsam an einem Strang ziehen und für Frieden uns stark machen. Und dass wir auch diese Chance nützen. Und ich bin davon wirklich zutiefst überzeugt, dass wir aus den Lehren der Vergangenheit endlich lernen können und eine bessere, friedliche, demokratische, gerechtere Welt schaffen können. Und deswegen bin ich auch so bullisch, dass wir Bitcoin geschenkt bekommen haben von Satoshi Nakamoto. Und dass wir die Grenzen im Kopf, aber auch die Ländergrenzen ad acta legen. Egal, welche Sexualität und welchen Fußballverein und welche Hautfarbe oder Religion jemand hat. Und dass wir ein Geld haben, das uns alle verbindet, statt uns zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen. Bitcoin würde übrigens Kriege nicht mehr finanzierbar machen, meiner Ansicht nach. Bitcoin wäre für mich eine Friedenswährung. Und wenn wir alle positive Energie rausschicken und Frieden wollen, wird es auch passieren. Und denkt immer daran, wegen Menschen wie dir ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Und vor allem friedlicher, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc.